Hey Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid zu einem neuen Live-Haul. Ich freue mich drauf. Heute das erste Mal 2024 shoppen wir live im Kick. Ich bin gespannt, welche Neuheiten wir entdecken und würde sagen, wir starten jetzt auch direkt. Viel Spaß mit dem Video! Ui, ich sehe schon, hier gibt es wieder ganz viele Sale-Angebote. Da lohnt es sich durchzustöbern. Und guck mal, hier hängen schon die kurzen Sachen für den Sommer. Süß, diese Höschen hier. Und die sind auch alle noch reduziert. Cool. Also lohnt sich vorbeizustöbern, würde ich sagen. Hier sind die aktuellen kleinen Mädchen. Süß, hier hängen schon überall die Kleidchen. Oh, hier hängt so ein ganz weißes. Das sieht ja aus wie ein kleines, ja, Brautkleidchen so ein bisschen. Für 9,99 €. Oder so als Blumenmädchen. Irgendwie wirkt das gerade so. Und hier geht es noch weiter mit Langarm-Shirts. Ach süß, hier habe ich auch noch so ein Kleidchen entdeckt. Guck mal, mit Blumen für 4,99 €. Das sieht auch süß aus. Minimaus muss mal die Schleife testen. Oh, guck mal, was ich hier entdeckt habe, ist wie so ein Hemd gemacht, 14,99 €. Aber das ist richtig dick und fest, sage ich mal. Also das könnte man auch so ein bisschen als Übergangsjäckchen tragen, würde ich jetzt sagen, weil das echt dick ist. Hier sind die kleinen Jungs. Die Shirts haben echt coole Farben. Also es gefällt mir richtig gut. Guck mal das hier. Hübsch. Das sieht echt cool aus. Und hier sind die Langarm-Shirts für die Jungs. Paw Patrol. Ganz aktuell. Und da oben geht es aber auch noch weiter. Guck mal, Dinos sind immer noch im Trend anscheinend. Immer noch alles in mit Dino. Oh, das hier ist ja richtig neonfarben. 3,99 €. Sieht cool aus. Oder die Hose, die hier daneben hängt. Die wirkt auch richtig peppig, finde ich. Sieht cool aus. Für 7,99 €. Beim Spielzeug müssen wir natürlich auch mal durchstöbern. Hier habe ich das entdeckt. Das kenne ich noch nicht. Ich glaube, es ist neu. Von Frozen, ein Set für 4,99 €. Ist niedlich gemacht. Und hier sehe ich noch ein Spiel. Sieht auch cool aus. Jede Menge Puppen wieder. Und hier drüben geht es noch mit den ganz kleinen Jungs weiter. Guck mal, niedlich. 9,99 €. Hübsch. Und hier die kleinen Mädchen. Ach süß. Die Hose mit den Sternen. Oder das hier. Minnie Maus. So, dann würde ich sagen, drehen wir uns mal wieder hier rum zum Spielzeug. Und hier sehe ich Kuscheltiere. Ich glaube, die sind neu. Die Dinos hier. Die kenne ich noch nicht. Und der kostet 7,99 €. Ein Kuscheldino. So, gehen wir mal hier noch weiter. Und was gibt es hier Neues? Ah, ich glaube, das hier. Ja, das kenne ich auch noch nicht. Ein kleines Angelspiel, oder? Ja, genau. Kann man so ein bisschen angeln. Schon mal üben. 4,99 €. Und hier gibt es noch so eine kleinen süßen Püppchen. Guck mal, für die Babys oder für die Kleineren. 5,99 €, so die ersten Püppchen zum Spielen quasi. Sieht süß aus. Ich würde sagen, wir gehen mal hier weiter. Oh, ich wollte dir mal hier diese Boxen zeigen. Guck mal, die haben hier richtig hübsche Boxen. Die hier, so eine Geschenkeboxen. Und guck mal, die sind auch echt nicht teuer. Die hier zum Beispiel 1,49 €. Das finde ich ist doch voll okay. Und die ist so hübsch, also die Farbe. Die sticht so richtig raus. Der sieht so schön aus. Und bei den Elektrogeräten habe ich den hier entdeckt. Den Staubsauger 24,99 €. Und diesen Grill hier. 19,99 € ist der. Die zwei Sachen. Und das andere kenne ich alles schon. Und natürlich gibt es auch hier jede Menge Frühlingsdeko und auch Osterdeko. Hier stehen jetzt erstmal so eine ganzen Deko-Blumen. Die sehen aber auch echt cool aus, muss ich sagen. Also die gefallen mir richtig gut.
Gehen wir mal hier rum. Alle möglichen Töpfe auch. Also hier kann man loslegen schon. Guck mal, hier gibt es so ein Dreier-Set. Das ist ja cool. 3,99. Das ist ja cool gemacht. Finde ich sehr gut für Kräuter zum Beispiel. Sowas mag ich ja. Und die Pflanze hier mit dem Topf, die sieht ja auch echt schick aus. Gefällt mir auch sehr gut. Da ist der zweite Dekotisch. Lass uns mal hingehen. Ist auch so Frühling und hauptsächlich schon so Ostersachen. Eier zum Aufhängen, Karten und alles Mögliche zum Dekorieren. Auch natürlich so ein Kleinkram hier, sage ich jetzt mal. Niedlich mit der Möhre. Auch Servietten, die sehen ja auch hübsch aus. Ach, hier liegt sogar was zum Essen oder zum Naschen, ja gesagt. Das kenne ich ja gar nicht. Oder doch, irgendwo habe ich schon mal gesehen. Ich glaube im Action Voice, kann das sein? Ostergras zum Essen für 1,29. Hat das schon mal jemand probiert? Schreibt mir mal, wie das schmeckt. So, einmal hier rum. Ach, das sind so nur kleine Faltboxen. Da kann man so ein bisschen, ja, kleines Geschenk oder Gutschein reintun. Ach süß, die ganzen Häschen hier. Der ist niedlich hier. Was kostest du denn? 2,99. Also die Preise sind echt mini. Hier unten geht es auch noch weiter mit Servietten. Guck mal, die sind hübsch. Ach süß, da kann man sich ja gar nicht entscheiden. Guck mal, so ein Häschen. 1,49 kosten die. Oder die hier, die sind doch auch echt putzig. Gefallen mir auch. Und hier gibt es auch so, ich sag jetzt mal, Wühlkisten mit dem ganzen Weihnachtskram noch. Also hier kann man auch noch echt einige Schnäppchen machen. Ich muss sagen, auf Weihnachten habe ich allerdings keine Lust und ich bin da jetzt überhaupt gar kein Fan davon, hier noch was zu kaufen. Aber teuer kaufen muss man es eigentlich auch nicht im nächsten Jahr, ne? Deswegen, also es lohnt sich eigentlich hier durchzustöbern und noch weihnachtsreduzierten Kram zu kaufen, sage ich mal. Aber ich bin jetzt an Weihnachten, ja, bin ich jetzt fertig damit. Also ich brauche das jetzt nicht. So, hier gibt es auch noch einige reduzierte Sachen. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal hier lang. Kommen die ganzen Männer. Guck mal. Das sind die ganzen Pullovers, Langarm-Shirts. Und hier kommt wieder das ganze Sportzeug, sage ich mal. Ich habe hier so eine kleine Sportwand. Oh, hier gibt es sogar einen Gymnastikball. 9,99. Zwei verschiedene Farben, grau und rosa. Also hier haben sie auch immer coole Sachen mit dabei. Sowas hier gibt es auch. Also diese kleine Sportecke hier finde ich auch cool. Hier gibt es auch immer wieder so ein paar Neuheiten. 7,99 ist das. Das erste Teilchen, was mit musste, ist das hier. So ein Haarband oder Haarreif mit einer riesen Minimaus-Schleife. Die gab es einmal in so einem Pink hier, aber auch noch in Rot. Hat nur 1,49 gekostet. Und jetzt ist ja überall Fasching, Karneval und so weiter. Zempern, alles drum und dran und ja, da kann man so eine Schleife sehr gut gebrauchen. Außerdem setzt sie meine kleine Maus auch super gerne, ja, zwischendurch auf. Sie spielt damit einfach sehr, sehr gern und hat das immer gerne auf. Sieht mega niedlich aus. Und daran konnten wir dann einfach nicht vorbeigehen und haben die mit ins Körbchen gepackt. Ein Parfüm durfte auch wieder mal mit. Das ist ein Frauenparfüm. Das hat auch nur 3,99 gekostet. Probieren kann man da im Übrigen auch alle Parfüme. Also das war richtig cool gewesen. Ich fand das hier mit am besten jetzt. Und ich kaufe das einfach auch gerne mal auf Vorrat, um das einfach da zu haben, wenn man mal irgendwo hingeht, wenn man noch ein kleines Mitbringsel braucht oder doch noch irgendwie ein Geschenk. Und ich habe jetzt wirklich gar nichts mehr in meiner Kramkiste, deswegen dachte ich, ich brauche mal Nachschub und das kommt dann da rein. Eine Flexdecke durfte auch noch mit, die habe ich schon in dunkelgrau. Die sind immer richtig cool, die sind schön weich. Die hat auch nur 2,99 gekostet und meistens liegt da unser Kätzchen drauf, weil ich das so als quasi Unterlage nehme, damit nicht alles vollgehaart wird. Und da legt sie sich dann meistens immer schön auf diese Decke drauf, da kann ich das gut absaugen, gut waschen und deswegen habe ich jetzt mal eine neue gekauft. Ich hoffe, der heutige Live-Haul hat dir gefallen. Zeig mir das gerne mit einem Daumen nach oben. Wenn du mich noch nicht abonniert hast, tu das gerne. Darüber freue ich mich auch ganz besonders. Und schreib mir doch auch einfach einen netten Kommentar unten
in die Kommentarbox hinein. Ich werde alles lesen und natürlich auch so gut wie es geht zurückschreiben oder Fragen beantworten, je nachdem. Wenn du möchtest, schau dich doch auch gerne auf meinem Kanal um. Es geht auch viel ums Thema Fingernägel, wenn dich das interessiert. Jetzt wünsche ich euch allen einen wunderschönen Tag. Bleibt schön gesund. Bis zum nächsten Video. Ciao!